Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Schrifttexte des Tages aus der Offenbarung wie auch das Evangelium mit dieser eigentlich kleinen Beobachtung Jesu führen uns hin zum Tempel. Sie führen uns hin zur Mitte des israelitischen Glaubens, das Zentrum schlechthin. Und es muss uns aufhorchen lassen, wenn Jesus mit voller Hochachtung und mit Bewunderung von dieser Frau spricht. Denn sie gibt alles, was sie hat, ihr ganzes Leben, nicht diesem oder jenem, sondern sie gibt es dem Tempel. Das würde heute wahrscheinlich innerkirchlich ein wenig Kritik hervorrufen. Gut, es ist nicht viel, aber bevor man es dem Tempel gibt, kann man auch einen damit satt machen, wenigstens für 5 Minuten. Es ist nicht von ungefähr, dass dieses Evangelium uns heute so vor Augen steht, wenn wir das Gedächtnis Mariens begehen, unsere liebe Frau in Jerusalem. Denn auch dieser Tag ist sehr verbunden mit dem Tempel, mit diesem Zentrum jüdischen Glaubens. Wenn es auch keine Tempeljungfrauen in Jerusalem gab, sodass man nicht im klassischen Sinn, wie es früher hieß, dieses Fest Maria Opferung feiern kann, so ist es doch in der orientalischen Kirche ein sehr verbreitetes Fest. Und dieses Fest, das nicht nur ein altes Kirchweihfest ist, einer Kirche, deren Grundriss man heute nur noch in der Nähe des Tempels findet, weiß von Anfang an von dieser unmittelbaren Nähe Mariens zum Tempel. Das geht nicht darum, im Tempel Gottes eine Funktion zu haben, sondern, was wir am Beginn gesungen haben, selber Tempel zu sein. All die Anrufungen aus der lauretanischen Litanei, die wir am Beginn in diesem Lied erwähnt haben, von Friedrich Spee, der sie in dieses Lied aufgenommen hat, sie sprechen davon, Haus Gottes zu sein, Lade des Bundes, Turm Davids, Tempel. Gott in sich aufzunehmen, das dürfen wir vor allem von Maria glauben und sagen. Sie selber ist der Tempel geworden. Sie selber ist die Bundeslade, die das Wort Gottes in sich trägt und es zur Welt bringt. Sie hat wirklich, und Jesus mag daran gedacht haben bei dieser Beobachtung der alten Frau, Maria hat ihr ganzes Leben gegeben, alles, was sie hat. Wir würden sagen, ja, was ist das schon Großartiges? Aber wenn wir anfangen, selber einmal bis in die tiefste Existenz unseres Lebens anfangen, uns zu geben, nicht dies und das zu geben, sondern uns selber zu geben, uns selber Gott zu überlassen, mit all dem, was in uns ist und was uns ausmacht, dann kann sein, dass wir merken, wie schwierig das ist und wie sehr wir uns verkrallen in alles Mögliche. All das gibt es bei Maria nicht. Deshalb ist sie der leuchtende Tempel, dieses wunderschöne goldene Haus, in dem Gott Wohnung genommen hat. Und sie zieht uns in dieses ihr Haus hinein. Sie hat ihr ganzes Leben gegeben. Und so müssen wir an ihr lernen, was es heißt, dieses Leben zu geben, Stück für Stück, bis es eins zur Gänze mit allem in Gott vollendet sein wird.